Hallo und willkommen zurück zu Civilization 6. Wir sind mit den Römern unterwegs, haben westlich von uns schon die Nordmänner gefunden. Wichtiger als die Nordmänner sind aber schon fast die Barbaren im Moment, denn die haben einen Speer neben uns und der wird wahrscheinlich gleich dafür sorgen, dass die Barbaren angreifen. Und dadurch, dass die auch Pferde haben, werden die mit Reitern ankommen und das könnte etwas problematisch werden. Da müssten wir dann mal schauen, wie wir dagegen anstinken können. Wahrscheinlich wäre klug... Kann man die direkt bauen? Müssen wir mal gucken. Gold kaufen. Startproduktion ändern. Nee. Muss man also erforschen. Aber wie? Da. Speerkämpfer. Die sind halt gegen Kavallerie gut. Weil das... Dazu müssten wir schon drei Barbaren besiegt haben. Also es ist jetzt erstmal nicht so ganz trivial. Gut. Wir werden mit dem Krieger dann nach rechts laufen und unserer Stadt erstmal helfen, würde ich sagen. Der... nichts. Ja, nächste Runde. Jetzt mal hier soweit durch. Naja, das ist der Barbar. So, mit dem hier könnten wir... Ja, wir wissen noch nicht, was da ist. Gehen wir mal... Fortbewegungskosten 3. Und das hier hat aber nur 2. Weil da halt Hügel sind. Aber dafür sehen wir da auch weiter. Also gehe ich mal dahin. Okay. Wäre natürlich da wieder klüger gewesen, weil wir da so ein Goodie-Hat hatten, könnte man nicht wissen. Okay, wir gucken jetzt hier weiter. Wir haben also im... Süden, nach der Wüste, direkt Wasser. Okay. Interessant. So, wo könnten wir mit dem hin? Wir könnten... Wieso verbraucht denn das ja alles an Bewegung? Fortbewegungskosten 2. Achso, der verbraucht nicht alles, aber dadurch, dass die anderen Felder dahinter auch nicht schneller zu bewegen sind, nutzt es nicht viel. Wir könnten hier jetzt auch nach Norden. Oder wir. Ne, wir laufen mal nach rechts weiter. Da haben wir noch. Ne, das sieht aus wie eine Zivilisation, aber gut. Ja. Nächste Runde. Wir könnten den mit dem Krieger abfangen. Ja. Ne. Der ist zu schnell. Den kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht. Wir könnten versuchen, den Speertypen zu töten und das Lager auszunehmen. Wir haben den Vorteil, dass sich unser Krieger regeneriert. Deren Speerkämpfer aber nicht. Wir nehmen das... Aha, Erfahrung, okay. Beförderung verfügbar. Das Beförderungssystem funktioniert jetzt auch ein bisschen anders. Wir... Guck mal, dass wir den. Gina Vemban Zinga, Yeketi Lovanambot. Geti Monavo, Losambuka Quatatan Zambi. Keti Luna Vava Mukabulante Muen. Ja. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Bla bla. Okay. Die haben hier auch nochmal einen See. Das ist natürlich immer extrem gut, so einen See zu haben, denn da kann man sehr schön beispielsweise dann da noch einfach mal eine Stadt hinbauen. Also es ist halt ähnlich gut wie ein Fluss. Und den Fluss hat er halt da hinten. Das Problem ist hier jetzt natürlich, dass wir... da nichts mehr bekommen werden. Und hier sieht es so aus, als wenn da auch schon wieder Küste wäre. Wir könnten... Ich werde jetzt noch auf Nummer sicher gehen und da hochlatschen. Aber ich denke, das macht da keinen Sinn. Der hat jetzt eine Beförderung. Die Beförderung funktioniert eigentlich... Ne, können wir erst im nächsten machen.
Ja. Die Beförderung funktioniert eigentlich so wie in dem Nee, funktioniert nicht so wie im Spiel davor. Hatte ich ja jede Nation gesagt. Lebt vom Tausch. Ja. Außenhandel. Jetzt könnten wir das ja ändern. Wir könnten beim Kampf gegen Barbaren, und das werden wir jetzt auch nehmen. Und Gold durch Handelswege macht keinen Sinn. Wir haben jetzt also unsere Einheiten verstärkt. Und das könnten wir jetzt entsprechend nutzen, um dem aufs Maul zu geben. Boah, Barbaren Bogenschütze. Das ist aber, der kriegt es aber auch aufs Maul von der anderen Seite. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, der hier hat... also der Unterschied ist der. Das gibt zwei Unterschiede. Einmal könnten wir... Würde das sämtliche Bewegung... Würde eine Promotion sämtliche Bewegungspunkte verbrauchen. Es funktioniert also im Endeffekt wie der zweite Bewegungszug in Civilization... Civilization 5. Wir können eine Promotion immer nur dann benutzen, wenn wir mindestens eine Fortbewegung übrig haben. Die verbraucht aber alle verbleibenden Fortbewegungen. Also, wenn wir jetzt da beispielsweise unsere Einheit parken, weil wir dann über den Fluss müssten, dann könnten wir hingehen. Wir haben jetzt noch eine Bewegung übrig. Also, war auch ein sehr schöner Spot. Also zumindest... Was ist denn das? Sumpf. Stein. Naja, außer dass da keine Luxusressourcen sind. Da könnte man auf jeden Fall schöne Stadt bauen, wenn wir da Süßwasser hätten. Aber eventuell lohnt sich das von da oben sogar besser. Wir hätten im Moment halt darauf Zugriff, aber das würden wir auch bekommen, wenn wir das da hinsetzen würden. Der hat jedenfalls jetzt noch eine Bewegung übrig und deshalb kann er so eine Promotion nehmen. Schnelle Bewegung durch im Wald und Regenwald. Oder schnelle Fortbewegung auf Hügelgelände. Ich nehme mal das hier. Kann durch Wald und Dschungel sehen. Fortbewegung nach einem Angriff. Das hier ist natürlich auch ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, ob man dafür beides braucht oder nur eins. Ich nehme an, dass man beides braucht. Wald und Regenwald. Nehmen wir das. Ich denke, das kann er hier oben ganz gut brauchen. So. Ausrichtung wählen. Hier müssen wir jetzt was anderes nehmen. Wir haben jetzt den Außenhandel erforscht. Wir hatten die Mystik schon angefangen. Das heißt, das hier können wir jetzt ideal zu Ende forschen. Große Wissenschaftlerpunkte. Ja, super. Großer Prophetpunkte. Toll. Orakel. Persönlichkeiten kostet 25% weniger. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Bezirke einer Stadt liefern plus 2 große Persönlichkeitspunkte des entsprechenden Typs. Blabla. Bringt uns aber primär erstmal nichts. Also ich sehe jetzt nicht, wofür wir das Orakel unbedingt bauen sollten. Außer, dass es uns auch noch Glauben gibt. Aber da muss auf Hügeln gebaut werden. Naja. Okay, was macht das hier? Reduziert die Kosten für den Kauf eines Geländefelds um 20%. Ja. Plus 15 Produktion für Siedler. Das ist auf jeden Fall cool. Können wir aber nicht benutzen, solange wir nicht wahrscheinlich eine andere Stadt gebaut haben, weil wir mit der Hauptstadt vermutlich nicht auf 6 kommen werden. Die hier würde ich nicht benutzen, aber eventuell können wir damit nochmal das triggern, dass wir nochmal wechseln können. Vielleicht macht das Sinn. So, wir sind hier im Moment, haben wir gegen die Barbaren die Stärke. Wir können jetzt hier angreifen und haben jetzt durch unseren Bonus gegen diese Vorteil gegen Barbaren und Vorteil gegen Kavallerie-Abwehreinheiten haben wir da, stehen wir ganz gut da und können die dann mal so ein bisschen umprügeln. Ich habe aber doch den Schnellkampf angemacht. Das müsste doch jetzt eigentlich fixer gehen, oder? Nee, habe ich nicht. Bestätigen. So. Okay, jetzt haben wir hier unseren Speer, den könnte ich jetzt durch das Gebiet von dem schicken. Aber ich denke, es ist klüger, nach unten zu laufen und vielleicht noch einen oder anderen Stadtstaat als erster zu finden, wenn da unten nicht noch jemand ist. Nächste Runde.
In Kürze sollte meine Handelsdelegation mit einer Menge Fufu ankommen. Lasst es euch schmecken. Eure Delegation ist uns willkommen. Hervorragend. Ich habe euch Händler geschickt, um euch Runensteine als Geschenk zu überbringen. Sie sind sehr mächtig. Die Steine, nicht die Händler. Eure Delegation ist uns willkommen. Auf Wiedersehen. Fufu! So, wir werden aber jetzt nicht direkt nochmal angreifen, sondern hier erstmal warten bis geheilt. Und mit dem... könnten wir hier mal ein bisschen rumlatschen. Amsterdam. Sehr gut. Als die erste große Zivilisation. Gut. Haben wir also als erstes entdeckt. Hier bekommen wir 4 Gold. Okay, das nutzt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber ich sag mal, besser als nix. Und ein sehr seltsames Symbol. Aber okay. Zip. Ne, zip. Weg. Weg, 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 weg. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter nach oben. Noch scheint da ja Potenzial zu sein. Noch hat das Eis nicht angefangen. Wir gehen jetzt hier... Genau, da unten ist Eis. Also wird da wahrscheinlich dann auch Schluss sein. Ich glaube, da nach rechts zu erkunden macht nur wenig Sinn. Wir könnten hier unten das noch durchforsten. Hier, das müssten wir eigentlich. Ich denke, ich werde hier runterlaufen. Da müssten wir ja quasi hoch und dann mit dem hier nach erkunden. Der Stadtstaat Amsterdam hat euch eine Quest gegeben, Handelsweg entsenden. Okay, die wollen auch einen Handelsweg, aber naja doch, das könnten wir eigentlich sogar machen, müssen wir mal schauen. Aber naja, für das Gold als Belohnung ist es eigentlich Quark. Man kann ja hier sehen, was man für die nächsten bekommt. Für 3 Gesandte bekommen wir 4 Gold mit 4 Gold in jedem Handelszentrumbezirk. Ja, ich sag mal, es bringt uns nichts, quasi. Eventuell kommt der jetzt meinem Krieger entgegengelaufen, dann können wir dem auch aufs Maul geben, müssen wir mal schauen. Mystik sind wir am Erforschen, Keramik haben wir gleich und können dann das nächste wählen. Der Kongo betet zu einer Pantheon, das wir glauben, Göttin der Erde basiert. Guten Töpfers wohlfühlen. Deren Speer ist wieder abgehauen. Mit dem Krieger sind wir geheilt. Der ist jetzt aber wieder fast voll, oder? Kann man das hier sehen? Ja. 86. Mit dem könnten wir jetzt hier angreifen. Macht wahrscheinlich Sinn, statt auf 100 zu warten. Dann ist der fast im Eimer. Das könnte natürlich auf der anderen Seite die jetzt den wegklauen. Und das Lager erobern. Aber und auch den Kill stehlen, weil der natürlich auch noch... für die für irgendeinen Boost gebraucht wurde. Aber schauen wir mal. Mit dem laufen wir nach... Wir könnten auch nach unten dran vor... Ne, wir könnten auch einfach reinlatschen. Das kostet bloß 2 Fortbewegungen. Könnten dann nach oben weiter erkunden. Ich würde aber sogar lieber nach unten weiter erkunden, da diesen Berg entlang latschen und dann nach oben, weil die ja anscheinend das hier noch nicht gesehen haben und deshalb dürfte das alles neu sein. Dann habe ich das oben noch länger quasi für mich. Forschung wählen. So, wir können das nächste erforschen. Wir könnten die Schrift nehmen. Wir könnten theoretisch eine Bibliothek bauen, obwohl ich eigentlich noch nicht und halt den Campus bauen. Also das ist dann der erste District, das erste Viertel, was wir bauen können. Wir haben hier auch einen Berg, wo man das hinbauen könnte. Hier können wir jetzt gucken, ob wir das bekommen. Das hier müssen wir auf jeden Fall bauen. Hier bekommen wir die Nahrung und da können wir sehen, auch gewährt 0,5 Wohnraum. Ja, genau, wunderbar. Da haben wir jetzt das bekommen. Das heißt auch, dass wir das hier als Auswahl haben. Und damit könnte man die Plantage bauen.
Aber ich glaube, die Plantage hat hier auch nicht geholfen, oder? Bewässerung? Oder ist das Bewässerung? Doch, das ist Bewässerung. Ja, dann ist es ein No-Brainer. Dann nehmen wir das. Dann können wir danach das hier verbessern. Und in Rom... Die Rom ist mittlerweile auf 3 gestiegen. Die arbeiten jetzt das hier ab, was okay ist. Alternativ könnten diese drei Nahrung nehmen. Da müssten wir uns jetzt überlegen, was wir als nächstes produzieren. Wir könnten einen Siedler produzieren. Wir sind ja recht schnell wieder auf die 3 hoch. Und der Siedler kostet nur 9 Runden. Das wäre eigentlich schon eine Option, würde ich sagen. Wir könnten auch Militär produzieren, aber es scheint nicht notwendig zu sein, weil wir die hier getötet bekommen. Würde ich sagen, nehmen wir den Siedler. Ach so, noch eine Änderung. Die Handwerker, hat man jetzt gesehen, die bauen das alles instant. Dafür haben die aber nur 3 Charges. Die können also nur 3-mal etwas bauen, dann sind die aufgelöst. Dann muss man neue Handwerker bauen. Wir bauen mal... Ich glaube, das wird wahrscheinlich dann auch die Nahrung in Produktion umwandeln. Aber ich denke, dass wir damit sehr gut fahren, um uns schnell auszubreiten, um die nächste Stadt schnell zu starten und uns einen Spot zu sichern. Nee, die scheint weiter zu steigen. Da muss ich mal drauf achten, wie das jetzt nächste Runde aussieht. Vor allem kriegen wir den Boost auch dann für die nächste Policy, die wir erforschen können. Also nicht direkt, aber wenn wir dann eine zweite Stadt auf eine... Es ist schneller, 2 Städte auf 3 zu bekommen, als oder eine auf 4 und eine auf 2, als eine auf 6 zu bekommen. Den hatten wir. Können wir weiter cyclen. Und mit dem laufen wir jetzt nach unten. Und, ja. Na, der Speer ist unten rumgelatscht. Gut, dann machen wir jetzt die platt. Okay, haben dafür die Entwicklung aus der Militärtradition hat große Fortschritte gemacht. Da wäre vielleicht noch schön, wenn da angezeigt werden würde, was man erforscht hat. Was man geboostet hat. Das war Militärtradition. Erobert einen barbaren Außenposten. Mhm. Wir sollten noch einen Schleuderer bauen. Siege im Kampf mit Schleuderschützen. Ja. Also wir haben bekommen da oben das. Produktion für schwere und leichte Kavallerieeinheiten der Antike und Physik. Das hier ist eigentlich gar nicht mal so clever gewesen, das zu erforschen, weil wir eigentlich hier hin wollen, weil das deutlich besser ist. Ich hätte eigentlich das hier erforschen müssen. Na, ist egal. Jetzt machen wir das fertig für in einer Runde. Wir können diese Krieger-Policy wieder wechseln. Und dann schauen wir weiter. Hier unten ist jetzt anscheinend nichts. Dann laufen wir nach links weiter. Da haben wir Barbaren. Okay. So, dann haben wir unseren Bauarbeiter. Es gab da irgendwas, wenn man genau, es war diese Handwerkskunst. Modernisiert 3 Geländefelder, aber da müssen wir keine Forschung mehr reinstecken, das bekommen wir dann sowieso. Für das dritte werden wir dann warten, bis wir hier die Bewässerung haben. Wir werden jetzt hier einen dieser... Moment. Wir haben da dieses Reisding dazu bekommen. Wir könnten da auch eine Farm draufbauen, damit wird sich das wieder mehr lohnen als das hier. Und damit würde die Stadt dann später wieder schneller wachsen. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, als die Produktion zu verbessern. Das ist blöd, dass man da so nicht raus... Also da will ich einen Hotkey für haben. Wir nehmen auf jeden Fall den und lassen den da eine Farm draufbauen. Ich denke, dass das im Moment die beste Möglichkeit ist.
Mit dem laufen wir nach links. Da brauchen wir jetzt, sind wir ja schnell durch. Und nochmal nach links. Da haben wir ein Barbarencamp. Okay. Die haben wir übrigens auch, kann man jetzt hier schön sehen. Tag-Nacht-Wechsel. Der hat aber nur einen visuellen Effekt und keine Gameplay-Auswirkung. Das hier ist ein Hügel, oder? Naja. Wir können aber von dem Hügel aus auch weiter sehen. Euer Kontakt zu anderen Ländern hat euer Bild von der eigenen Regierungsform verfeinert. Ja. Bam. Jerusalem haben wir jetzt aber anscheinend noch nicht gefunden. Oder? Doch, haben wir gefunden. Neue Stadt-Start-Quest, den haben wir gefunden. Was will der denn? Das ist ein Glauben. Glaube wäre eigentlich ganz gut. Denn damit würden wir auch mal ein Pantheon bekommen. Aber. Was war denn die Quest von denen? Wie kann man denn die Quest einsehen? Quest. Eine Eingebung für das Staatsdienertum auslösen. Also. Das hier. Ja, indem wir drei Geländefelder modernisieren. Das heißt, das haben wir in sechs Runden. Würden dann einen Abgesandten bekommen. Würden dadurch unseren Glauben verbessern. Und dadurch würden wir dann das Pantheon erstellen können. Also sehr praktisch. Oh, was haben wir da? Trüffel, Luxusgut. Okay. Ihr habt einen neuen Stadtstaat getroffen. Jo. Damit sind wir hier wieder fertig. Und können auf die nächste Runde klicken. Ich sage gern, dass ich militanten Mystizismus betreibe. Ich bin mir mancher Dinge absolut sicher, über die ich nichts Genaues weiß. Ja, sehr Mein schön. Oberhaupt, wir haben einen Gesandten zur Verfügung. Wir können den Gesandten benutzen, um die Gunst eines Stadtstaats zu gewinnen. Sich mit einem benachbarten Stadtstaat anzufreunden, kann unserer Zivilisation große Vorteile bringen. Ja, die bekommen wir einfach dadurch, indem wir hier diese Einflusspunkte bekommen. Da bekommen wir einen pro Runde. So, wir wollen aber jetzt gucken, dass wir Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren brauchen wir eigentlich nicht. Großer Prophet. Punkte nächste Runde. Wissenschaftlerrunde. Boah, so wahnsinnig attraktiv scheint mir der jetzt eigentlich. Na, das hier ist eigentlich nicht so schlecht. Doppelte Erfahrung für Aufklärungseinheit könnten wir eigentlich erstmal wieder verwenden, bis wir das nächste bekommen. Wir haben im Moment keine Kämpfe. Machen wir das so. So, wir haben jetzt einen Gesandten, den wir in einen der Stadtstaate stecken können. Den könnten wir theoretisch auch direkt nach Jerusalem. Ist das Mohenjo-Daro ist das? Den könnten wir. Ne, das hier war Jerusalem. Den könnten wir direkt nach Jerusalem schicken, um da den schon zu bekommen. Was würden wir denn. Ein paar heilige Städtebezirk würden wir bekommen. Ja, das wäre natürlich auch eine Option. Dass wir da auch nochmal zusätzlich Faith bekommen. Wenn wir das auf 3 erhöhen. Dann wären wir beim. Wenn wir das erfüllen, schon. Ich warte damit erstmal, bis wir alles andere gemacht haben. Wir können jetzt hier erst nochmal weiter forschen. Das hier war Unsinn. Wir frühes Reich für Bewohnungslast, Bevölkerung, Zivilisation auf 6 wachsen. Das müssen wir auf jeden Fall anfangen zu forschen. Reduziert die Kosten in Kauf eines Geländefeldes. 50 Produktion pro Siedler. Das war auf jeden Fall, brauchen wir das sehr bald. Gesandten schicken. Ach, Moment, das war eine Promotion. Ja, sehen wir gleich. Ja, Platzierung bestätigen. Ich will nichts. Ach, den muss man schicken. Ne. Ist ja auch doof. Den könnten wir erstmal zum Erkunden verwenden. Oder. Aber hier unten ist ja nichts mehr. Da oben ist auch nichts mehr. Den schicke ich zurück in die Stadt. Und in der Stadt heilen wir. Und dann könnten wir eventuell nach Norden mit erkunden oder so. Der wurde von einem Krieger angegriffen, hat aber den Vorteil, dass der sich halt so fix bewegen kann. Das heißt, der kann jetzt hier weglaufen und kann von denen noch nicht mal angegriffen werden. So, und mit dem laufen wir jetzt hier weiter, bauen da unser
unsere Farm. Ja, und bekommt das dann fast. Das sind so 5 Runden. Dann wird er darüber und da warten. Ach so, oder ist der gestiegen? Ne, der kann eigentlich nicht gestiegen sein. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wer gestiegen ist. Wieso steht denn da auch nicht die Erfahrung, die die gesammelt haben? Weil der muss ja jetzt auf jeden Fall schon... Ne, der andere muss auf jeden Fall Erfahrung gesammelt haben. Ich weiß nicht genau, durch was die Erfahrung bekommen. Den hier haben wir auf jeden Fall nicht als erstes entdeckt. Das heißt, hier war schon jemand und wir können besser in eine andere Richtung laufen. Laufen wir also nach Süden. Da haben wir Kupfer. Naja, okay, musste man nicht setzen, den Stadtstaatentypen. Es macht aber wahrscheinlich trotzdem Sinn, das zu tun. Den setzen wir hier drauf, bekommen jetzt ein Faith pro Runde. Das aktualisiert sich jetzt wieder erst nächste Runde. Da. Kommt 2 Faith sogar. Da hätten sie ruhig anzeigen können, ab wann man das Pantheon bekommt. Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher, ob man dafür einen Holy District braucht. Na, das hier ist dumm. Ja, aktuell macht das hier noch Sinn. Gleich macht es keinen Sinn mehr. Wir werden auf jeden Fall das hier nehmen. Oder? Was? Wie ändert sich das auf den Siedler aus? Gar nicht, weil das ja... Nee. Naja, ändert sich auf jeden Fall gar nicht aus. Die Nahrung wird anscheinend nicht in Produktion umgewandelt. Ja, das wieder aus. Nehmen wir den. Da bauen wir jetzt die Farm drauf. Bam, 4. Und der kann... Na, der ist mir ein bisschen zu... Der macht jetzt noch seine Bewegung zu Ende. Was ist das hier? Hügel, Dschungel oder was? Ja. Ja, okay. Oha, okay. Ja, da wäre es vielleicht auch nicht so clever gewesen, für den da durchzuerkunden. Ups. Der hatte eine Promotion bekommen. Beförderung verfügbar. Damit würde der sich auch quasi heilen. Und solange der die Promotion nicht benutzt hat, würde der auch keine Erfahrung mehr sammeln. Kampfstärke gegen Verteidigung und gegen Fernangriffe. Bei Verteidigung gegen Fernangriffe. Kampfstärke gegen Nah- und Fernkampfeinheiten. Das hier ist ein bisschen universeller. Kann Klippen erklimmen, ist natürlich dafür ziemlicher Unsinn. Kein Malus auf. Also Klippen muss man, sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Hier gibt's, das hier sind Klippen. Während eine Nahkampfeinheit quasi später da einfach anlanden kann, ist das hier nicht der Fall. Also da sollte man halt schon, naja, also ich weiß nicht, wie groß das dann einen Unterschied macht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das hier unbedingt braucht mit den Klippen erklimmen. Ich bin aber auch noch nicht ganz so schlau geworden, wie das hier mit dieser Verlinkung funktioniert. Ob das hier ein Oder und ein oder ein And ist. Ich werde auf jeden Fall erstmal das hier... Naja, das hier ist besser als das, aber das hier ist deutlich schlechter als das. Ne, vom Meer oder Fluss aus ist auch eigentlich Quark. Gegen Kavallerie ab. Nehmen wir einfach das. Da haben wir jetzt direkt was von. Das heißt direkt, sobald wir in den nächsten Kampf kommen. Im Moment sind die aber noch nicht mal Barbaren. Also im Moment... Also da hätte ich, glaube ich, noch eins bewegen sollen. Wir haben bisher nicht besonders viele Barbaren-Aktivitäten. Okay, das Eis sieht aber auch sehr, sehr interessant aus. Ja. Nächste Runde. Was? Okay. Der kann sich aufmachen zu dem Gebiet hin, damit der gleich, wenn das hier fertig ist, das sofort verbessern kann. Und den werde ich jetzt mal benutzen, um das rechts oben zu erkunden. Solange wir da sowieso keine Barbaren sind. Oh. Hat der eh nichts zu tun.
Der wird jetzt erstmal die Runde überspringen und ein bisschen rasten, damit er zumindest so einen Überraschungsangriff von den Barbaren überleben kann. Okay, da haben wir einen Späher. Der kann da ruhig spähen. Ja, da muss ich jetzt wieder aufpassen. Man müsste sich so als Faustregel wirklich machen, bevor man da draufklickt, jedes Mal gucken, ob man nicht das umwechseln muss. Ja, der wartet auch noch eine Runde. Und der wartet jetzt dort. Und die können dann gleich rüber und hier oben durch erkunden. Da ist nichts. Nächste Runde. Ich komme natürlich da fast gar nicht durch. Aber das da oben könnte ein idealer Spot für eine Stadt werden. Wir bräuchten aber da eine Luxusressource. Also eine Luxusressource würde auf jeden Fall helfen, weil irgendwie müssen wir halt an Luxusressourcen drankommen. Hier hätten wir Tabak. Ich hatte ja auch erwähnt, dass man hier eine Stadt bauen könnte. Damit würden wir an den Tabak drankommen. Aber bisher ist das hier die bessere Position. So, das hier sollte... Wie viel hat der? 84. Das sollte reichen. Laufen wir mal hier rum. Ich denke ja unten, das wird er erkundet haben. Dann laufen wir gleich wieder nach oben. So, wie sollen wir den jetzt da durchnavigieren? Das hier ist ein... Naja, das ist ein Goodie Hut. Oder? Naja, das ist ein Barbarencamp. Man kann das hier deutlich besser sehen. Ja. Der Slinger könnte da theoretisch angreifen. Wäre aber kein Drama. Okay, bevor wir da draufklicken, gucken wir hier. Passt alles? Okay, weiter. Der Mann, der Schneid genug hat, sich für die Bewaldung und Bewässerung eines Landes einzusetzen, verdient die gleiche Ehre wie seine Eroberer. Mhm. So, damit hätten wir jetzt das hier. Das können wir jetzt auch direkt verbessern. Da bekommen wir ein Gold, 0,5 Wohnraum. Das ist jetzt erstmal Wurst, aber wir bekommen das hier. Die Entwicklung der Ausrichtung Handwerkskunst hat große Fortschritte gemacht, mit Bonus. Geschicklichkeit ohne Fantasie ist Handwerk und bringt uns vielerlei nützliche Dinge, wie geflochtene Picknickkörbe. Boah, ist doch schön. So, das setzen wir erstmal nicht. Die Bewässerung haben wir abgeschlossen, Handwerkskunst haben wir abgeschlossen. Und Handwerkskunst haben wir Produktion für Handwerker, die könnten wir jetzt schneller bauen. Und Nah- und Fernkampfeinheiten. Ja, brauchen wir eigentlich beides noch nicht. Wir werden hier weiter das hier erforschen. Diesen Bezirk, den sollten wir vielleicht dann auch bald noch bauen. Ich weiß halt nicht, wie viel man dafür braucht, um die mit Faith das sich zu holen. Habe ich mir das aufgeschrieben? Doch, 25 sollte man dafür brauchen. Also das ist eigentlich gar nicht mal so weit weg. Ich weiß aber jetzt nicht, ob man dann einen District braucht. Das werden wir dann sehen. So, mit dem Krieger werden wir nach oben laufen. Okay. Und den hier haben wir noch. Der hat noch nicht angegriffen, der Barbar. Die Fernkampfeinheiten, die haben keine so eine
Area, wo man nicht nebenstehen kann. Ach so, die konnten gar nicht angreifen, weil die nur eins Reichweite haben. So, Forschung wählen. Wir haben jetzt diese Bewässerung gemacht. Könnten jetzt auf die Schrift wechseln oder wir machen Tierzucht. Tierzucht müssten wir halt auf jeden Fall ja auch noch machen. Schön wäre es natürlich auch Eisen mal so langsam zu sehen. Eisen befindet sich hier bei Bronzearbeit. Für Bonus besiegt 3 Barbaren. Dürfte jetzt... Naja, wir haben... Hätte ich vielleicht noch mehr spawnen lassen sollen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das hier. Und dann ist natürlich die Frage, was wir hier wählen. Politik ändern. Doppelte Erfahrung für Aufklärungseinheit. Produktion für Nahkampf- und Fernkampfeinheiten. Dann machen wir eigentlich nicht, bringt uns nicht viel. Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren. Nee, Produktion in allen Städten. Ja. Wir können das hier noch nicht wechseln. Produktion für Handwerker wäre halt nett. Aber wir haben im Moment halt nichts. Ich bin im Moment keine Handwerker am Produzieren. Und das wird auch in Rom erstmal nicht nötig sein. Weil die Stadt wieder auf... Sie steigt jetzt zwar auf 4, dann könnte sie ein... Würde das Teil sowieso benutzen. Das heißt, die könnte sogar mit 4... Moment. Die würde sogar mit 4, naja, das hier abbauen, das ist eigentlich Schrott. Aber das ist halt nur für 2 Runden da und dann sinkt die wieder. Und, ich weiß nicht, wie super, wie sinnvoll das ist. Da dann ein, was können wir denn da sonst bauen? Wobei, was vielleicht ganz gut ist, wäre den Handwerker zu bauen für die Stadt, die dann im Norden ist. Die hängenden Begehrten könnten wir auch bauen. Dauert 22 Runden. Wir hätten da sogar einen ziemlich guten Spot für, weil der ist an sich Schwachsinn. Grundsätzlich ist halt alles, was nicht Hügel ist, ist Schwachsinn. Die hängenden Gärten, ja... Wachstum in allen Städten um 15% ist schon ordentlich. Wir könnten auch den Kornspeicher bauen. Aber die haben schon 7 Wohnraum. Das ist eigentlich nicht nötig. Wir könnten Krieger bauen, Schleuderschützen bauen. Wenn wir Krieger bauen wollten, dann wäre auf jeden Fall die andere Technologie besser. Die andere Policy besser, um Krieger zu bauen. Also das macht eigentlich auch wenig Sinn. Also ich würde sagen, wir machen tatsächlich die Handwerkerproduktion rein und produzieren dann gleich Handwerker. Das finde ich halt ein bisschen doof, dass man quasi das immer so schubweise bestimmen muss. Man wird damit so ein bisschen eingeschränkter, finde ich. Wenn man die ganzen Boni mitnehmen will, aber das wird man wahrscheinlich müssen. So... Nächste Runde. Здравствуйте, я царь Петр. Достойный правитель, подобный вам, должен ценить все самое изысканное. Любите ли вы искусство, подобно мне? Ja. Nee, eigentlich nicht. Lieber wäre mir, wenn mir das da immer labern würde, wo dann sowieso schon dieses Hin- und Hergeblendet ist ein bisschen blöd. Möchtet ihr unsere nahegelegene Stadt... Dank für den Besuch, aber wir haben keine Zeit für weitere Belanglose. Machen wir das. Wir könnten jetzt auch, wir haben ja 291 Gold, wir könnten... Ach, da sind die Russen angekommen. Ja, da sind die Schleudertypen. Aber dadurch, dass meine Einheiten schneller sind... kann der nicht hinterher... So, das hier. Öffnen. Wir hatten aber doch das hier mit dem barbaren Außenposten. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, hatten wir diese Quest von denen hier nicht erfüllt? Ach Quatsch. Nicht von denen. Von denen. Eine Eingebung für das Staatsdienertum auslösen. Vielleicht nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ja, Einheit benötigt Befehle. Wir sollten... Ich laufe mal darüber und dann nach rechts. Da könnte man natürlich... Könnte es sein, dass wir mit den Russen in die Quere kommen. Der kann da nichts tun. Den Siedler müssten wir auf jeden Fall dahin. Dann müssten wir mit dem schnell rüber nach oben. Denn da habe ich jetzt nicht wirklich... die haben jetzt wahrscheinlich... Ne, die arbeiten nicht dieses Teil ab. Es wundert mich gerade. Achso, nee, weil ich das bevorzugt habe. Ja, klar. Wobei er es wahrscheinlich sowieso machen würde, weil das ja hoch multipliziert wird. Die Forschung... Na, für Forschung wahrscheinlich auch. Ja, ne, das passt so. Kommen wir hier wieder raus. Und nächste Runde... Eine Handelsdelegation geschickt. Eine Delegation ist uns willkommen. Russland hat gerade Karthago den Krieg erklärt. Aha, Karthago muss also hier auch irgendwo sein. Hier haben wir auf jeden Fall viele Berge. Da ist sowieso ein Hügel, also könnten wir auch um den Hügel rumlaufen. Na, ne, das macht keinen Unterschied. So, der läuft. Da steht wahrscheinlich jemand. Nee. Achso, nee, es sind... Wieso steht denn da zwei Runden? Ist in meinem Bereich, aber zwei Runden. Das macht doch keinen Sinn. Ja, ne, es war, weil da halt jemand stand. Hallo, Chinese. Warum erscheint ihr vor dem unsterblichen Sohn des Himmels, dem großen Qin Shi Shuangji oder so? Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Wir wünschen euch einen freien und ganz weiteren Anspruch zu nehmen. Okay. Okay, es geht also sehr stark nach Norden, was aber auch bedeutet, dass wir da wohl nichts mehr finden werden. Wir müssten also nach links laufen. Also wir würden zwar noch was finden, aber keine Stadt starten. Also nicht als erster Stadt starten oder Gudi hat treffen. Der Siedler ist in einer Runde bereit. Der könnte dann sich schon nach rechts aufmachen. Ich weiß nicht, ob die mit dem Scout Siedler klauen würden. Wahrscheinlich nicht. Da habe ich schon verpasst. Eine Runde verschenkt, glaube ich. Wir sollten das ja jetzt erforschen auf 50%. Und nächste Runde. Ja. Das könnten wir auch machen. Da gucke ich mir gleich das mal an. Gleich jetzt. So. Wir können hier oben die Leute anklicken. Können uns jetzt mal angucken, was die so machen. Denunzieren, Überraschungskrieg erklären. Wenn man einen Überraschungskrieg erklärt, dann ist halt... Wir haben einen Kriegstreiber-Malus. Dann, das mögen uns die anderen nicht mehr. Und wenn wir das im Überraschungskrieg machen, dann steigt er. Es gibt dann später in der Forschung noch andere Kriegsformen. Dass man beispielsweise sagt, wir führen einen Krieg, weil, was weiß ich, weil ihr unser Land geklaut habt oder für die Rückeroberung einer Stadt oder irgendwie sowas. Und da würde man dann diesen Malus nicht, nicht mitnehmen müssen. Man kann den zwar auch, glaube ich, denunzieren und dann würde das auch kein Überraschungskrieg mehr werden. Äußert formell euren Unmut über die Macht. Eine formelle Kriegserklärung mit oder ohne Casus Belli kann nach weiteren 5 Runden geäußert werden. Genau. Wir können außerdem eine Delegation schicken. Schickt eine Delegation mit einem Goldgeschenk zu dieser Macht. Wenn es angekommen ist, ist der Empfänger euch gegenüber etwas freundlicher
eingestellt und eure Zugriffsstufe erhöht sich. Erhält bis die Ausrüstung diplomatischer Dienst erhaltet. So. Hier kann man jetzt noch unterschiedliche Sachen sich angucken. Keine Berichte in den letzten 10 Runden. Okay. Dann Zugriffsstufe. Da können wir sehen, worauf wir, an welche Infos wir Zugriff haben. Unsere Beziehung ist neutral. Ein unbekannter Grund. Beziehung zu verbessern könnt ihr Folgendes tun. Handelsnetzwerk. Eure Beziehung zu verschlechtern, könnt ihr Folgendes tun. Naja. Nee, wir werden einfach den... Wir haben ja Geld. Wir freuen uns, eure Handelsdelegation willkommen zu heißen. Sie werden mit aller angemessener Ehre behandelt werden. So, und das machen wir jetzt bei den anderen auch. Einfach nur, damit die freundlicher sind. Geld haben wir sowieso da. Also 25 Gold ist ja nix. So. Produktion wählen. Luxusressourcen haben wir ja eigentlich quasi nicht, außer das hier. Wir haben den Siedler fertig gebaut. Wir bauen jetzt einen Handwerker. Und ich würde sagen, wir holen uns die Stadt dort. Dort oder dort. Denn da haben wir Frischwasser und wir hätten Zugriff auf Tabak. Wahrscheinlich macht es Sinn, das eins weiter weg von deren Stadt zu bauen, damit wir hier mehr Land haben und auch weniger Wüste. Also hier oben. Lieber wäre es mir noch, wenn wir da Einblick hätten. So, wir müssten... Die Bewegung ist so oder so nicht optimal. Was ist denn der schnellste Weg? Da. Noch da unten und dann wieder hoch. Na, meinetwegen. Vielleicht nicht so gut, den da ohne Begleitung hochzuschicken, aber. Wir haben ja jetzt hier den Speer, den können wir danach schon auf den drauf schicken. Dann ist das auch kein Problem mehr. So, wir haben hier. Unser Speer, der guckt jetzt hier mal, der klettert auf den Hügel und guckt nach links. Und dann macht er nichts mehr. Tierzucht statt. Ja. Auf 6 wachsen. Wir sind jetzt im Moment auf 3. Steigen dann wieder auf 4. Und wir haben ratzfatz gleich die zweite Stadt. Und dann haben wir auch ratzfatz die 6 zusammen. Den Bauarbeiter, den schicken wir dann direkt auch zu der anderen Stadt rüber. Ja, der kann da nichts tun. Okay. Die Tierzucht haben wir jetzt fertig. Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, dann möchte ich, wenn ich sterbe, dorthin kommen, wo die Hunde sind. Mhm. Okay. Wir könnten jetzt, das Einzige, was wir jetzt wirklich sinnvoll erforschen, könnten wir das, weil wir für die anderen Sachen keinen Boosts haben. Findet ein Naturwunder. Da ist natürlich auch so eine Sache, dass wir das immer noch nicht erforscht haben. Ein bisschen, naja. Besiegt 3 Barbaren. Baut eine Bonusressource ab. Nee, für Bonus baut eine Ressource ab. Aber das haben wir doch. Vielleicht ist damit eine strategische Ressource gemeint. Muss ja eigentlich. Wobei wir auch... Moment. Das ist ein Luxusgut. Sollte uns das nicht auch irgendwo angezeigt werden?
Durch Luxusgüter 1. Oh, doch. Also eine Ressource haben wir abgebaut. Ich verstehe jetzt gerade nicht, wieso wir das nicht bekommen. Baut einen Steinbruch. Das könnten wir natürlich auch noch sehr schnell machen mit einem Arbeiter. Könnten wir Pyramiden bauen, die sind auch sehr gut. Damit kriegen die Handwerker eine Ladung mehr. Und muss auf Wüste ohne Hügel gebaut werden. Davon haben wir ja was und die sind sowieso für nichts gebrauchen. Rambok. Ja, das ist an sich Quatsch, aber die Pyramiden wären gut. Das hier könnten wir auf jeden Fall uns holen. Das hier müssten wir ein bisschen forcieren, indem wir mehr Militäreinheiten bauen. Baut eine Ressource ab. Da bin ich mir nicht sicher, was die genau wollen. Ob das beispielsweise hier Silber dann... Ja, ist auch ein Luxusgut. Baut eine... Vielleicht meinen die mit einer Mine. Dass man mit einer Mine eine Ressource... Oder eine strategische Ressource. Aber eine strategische Ressource macht ja keinen Sinn. Na doch, wenn man das jetzt zuerst hätte. Aber dafür müsste man drei Barbaren töten. Also da müsste ich nochmal... Müsste ich da mal gucken, wie das genau geht. Also was erforschen wir jetzt? Wir erforschen das hier, weil das das Einzige ist, was wir direkt bekommen könnten. Oder wir fangen an, was anderes zu erforschen. Und um das dann möglichst schnell uns zu holen. Ja, fangen wir hier an. Ich denke nicht, dass ich den Campus sehr schnell bauen würde, wenn ich das hier aber... Wobei, wenn wir hier eine Stadt bauen... Da die Stadt... Oh, die hat auch noch eine Produktion mehr. Ja, das hier hat nur eine... Der Dschungel ist da oben. Hier oben bei der Stadt wäre das mit dem Campus sinnvoll. Ich werde das hier mal anfangen zu erforschen. Und dann gucken, dass wir mit dem hier direkt einen Steinbruch holen, um das zu triggern und den dann weiter schicken. Mit dem... So, wir nehmen erstmal den Speer und gucken uns hier um. Noch ein Luxusgut. Das müssten wir zwar verkaufen, aber ist schon gut. So, der... Wenn wir überall nur Tee. Brüssel! Okay. Einen Heureka für das Rad auslösen. Okay, und was sagen die? Eine Eingebung für das Staatsdienertum. Also ich denke, dass das hier ist. Ausrichtungsbaum. Was soll das ja eigentlich bedeuten? Zeitalter, Antike, Kongo, Norwegen, China, Russland, Rom. Okay. Ah ja. Level 6, das hätten wir dann fast. Baut einen Bezirk, den müssten wir da, ja, müssten wir natürlich auch erforschen, dass wir den Bezirk bauen können. Aber das, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja. Barbaren, okay. Nächste Runde. Wir haben einen neuen Barbaren gespawnt. Da werden wir mal ganz schnell weglaufen. Ein Gudihat. Wunderbar. Wenn wir dahin laufen, würde der uns angreifen können. Wenn wir dahin laufen, kann er das auf jeden Fall nicht. Da müssten wir aber gucken, ob wir uns vielleicht um den herum schlängeln könnten. Da oben haben wir auch noch einen Fluss. Vielleicht wäre es sogar schöner, da eine Stadt hinzubauen. Da haben wir sogar noch Silber. Ich
Wir hätten hier den den Berg. Wir könnten die Stadt da drauf. Oder wir bauen die Stadt da drauf. Berge haben wir eigentlich eine Menge. Ich denke, das ist... wir könnten aber auch die Stadt da hinsetzen. Und dann dort noch eine Stadt hinsetzen. Wäre, denke ich, auch eine gute Option. Das hier ist ein See. Wenn das ein See ist, können wir da auch noch eine Stadt hinsetzen. Aber das Problem ist dort natürlich, dass wir keine Luxusressource haben. Aber wie gesagt, man sollte halt möglichst viel, möglichst breit bauen. Oh, die haben da unten auch eine zweite Stadt gebaut. Ja, ich guck mal, dass ich da möglichst viele Städte hinpflanze. Also, ich würde sagen, hier kommt die zweite Stadt hin. Und dann schauen wir mal, man muss drei Felder Abstand haben, dass wir hier oder hier eine neue Stadt hinbauen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir dem dem Russen vielleicht in die Quere kommen, aber das werden wir dann sehen. Also, hier bauen wir eine Stadt hin. Oder da, da bekommen wir in dem Basisfeld schon eins mehr. Hier bekommen wir eins Produktion mehr, ist aber auch nicht schlecht. Die Felder hier unten sind sinnlos, die werden aber sowieso sinnlos. Wir könnten die aber auch verwenden, um... Na, wenn wir die hier unten hinbauen, dann könnten wir daraus sogar eine Hafenstadt bauen, wenn wir das hier mitnehmen. Es wäre also wahrscheinlich sogar sinnvoll. Wir bekommen die... Ja, nehmen wir... Bauen wir das hier unten hin. Haben wir natürlich jetzt ein bisschen hin und her gelatscht, aber ich denke, das macht so Sinn. Mit dem laufen wir nach oben. Bisher haben wir fast nicht gegen Barbaren kämpfen müssen. Das hat mich... das wundert mich etwas. Da hätten wir nach unten, glaube ich, laufen müssen. Das ist egal. Nächste Runde. Oder? Ja, aber baut ein Steinbruch. Gerüchte zufolge... Norwegen betet zu einem Pantheon, das auf dem Glauben Fruchtbarkeitsriten basiert. Nächste Runde können wir auch ein Pantheon bauen. Wir holen uns das hier. Eins neue Bevölkerung. Sehr schön. Damit hätten wir das 5. Dann baue ich das jetzt. Und dann würden wir automatisch das hier, das frühe Reich, bekommen. Und damit sollte ich doch eigentlich die hier triggern. Also, schauen wir mal. Das hier bauen wir jetzt. Also eine Stadt. Ja. Betrachte die Vergangenheit, die großen Veränderungen so vieler Reiche. Daraus kannst du auch die Zukunft vorhersehen. Mhm. Politik ändern, gucken wir uns gleich an. Das hier verstehe ich nicht, weil das hier hätten wir ja jetzt eigentlich erfüllt haben müssen. Staatsdienertum. Keine Ahnung. Aber an der Stelle muss ich dann auch erstmal wieder einen Schnitt machen und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter, dass wir wahrscheinlich sogar schon die dritte Stadt bauen und vielleicht sogar die vierte Stadt. Wir haben ja doch sehr gute Spots. Hier oben können wir eine bauen, da können wir eine bauen, da können wir auch noch eine bauen. Dann müssten wir mal anfangen, Handelswege noch zu bauen, aber die werden jetzt erstmal Arbeiter rauskloppen, um die Städte zu versorgen. Und dadurch, dass wir militärisch noch nichts machen mussten, haben wir da natürlich auch nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie aggressiv die KI ist. Das war ja so eine Schwachstelle, zumindest mit dem letzten Patch von Civilization 5, dass die KI halt gar nichts mehr gemacht hatte, also gar nicht angegriffen hatte. Oder nur in sehr krassen Umständen, wenn man die zugesiedelt hat. Aber ich habe ja jetzt noch nicht mal in der Nähe von wem was gesiedelt. Ich weiß jetzt nicht, wo Alexander ist. Ich könnte mal hier nochmal gerade... weiterlatschen. Ja. Aber das haben wir hier, glaube ich, auch noch nicht. Also da sehe ich bisher noch keinen Konflikt. Gut, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!